Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Ihr findet gut, was ich mache, was ich zeige. Ihr wollt mich unterstützen, dann werdet Mitglied auf meinem Kanal. Aber jetzt kommen wir zu einer Bienenpflanze, zu einer vorteilhaften Bienenpflanze. Nicht nur für Bienen, auch aus wirtschaftlicher Sicht eine sehr, sehr vorteilhafte Pflanze. Und zwar die Paulownia. Hier sieht man jetzt ein Exemplar, was wir gekauft haben, genau vor einem Monat. Vor einem Monat war das ganze Ding, die ganze Pflanze, so hoch. Ich habe es als Pflanze gekauft, im Zweierset. Ich mache euch auch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Im Zweierset, eine Pflanze habe ich einem Imkerfreund geschenkt und eine Pflanze habe ich selbst behalten, die war so hoch. Inzwischen ist sie in der Länge etwa, hat sie zugenommen. Diese zwei Blätter waren überhaupt nicht vorhanden und jetzt hat sie hier schon wieder zwei neue nachwachsende und in der Mitte sieht man einen neuen Kern. Also innerhalb von einem Monat. Weiterhin gab es hier unten keine weiteren Pflanzen. Jetzt haben wir hier eine, zwei, drei, vier. Da hinten noch eine. Das hier unten, das wird keine sein, schätze ich mal. Das wird was anderes sein. Sieht noch nicht nach Paulownia aus, weil das sind keine gezahnten, die Ränder sind nicht gezahnt. Dieser Baum ist sehr schnellwüchsig, wohl angeblich 3 Meter im Jahr, kein Problem für diesen Baum. Ich werde den weiter dokumentieren, wir werden dann da weiter sehen, was draus wird. Und das Video wird wahrscheinlich nicht allzu kurz. Es geht weiter nach dem Schnipp. Was ich gleichzeitig gekauft habe im Internet, das sind Samen von Paulownia. Die sind jetzt seit einem Monat eingesät und wie ihr seht ihr gar nichts. Also die Samen, die würde ich keinem empfehlen, sich zuzulegen. Ist das hier? Nee, das sind keine Pflanzen, das sind keine Anfänge. Aber auch da mache ich euch einen Link unten rein. Die würde ich nicht wieder kaufen. Ich habe die Firma schon angeschrieben. Die haben mir dann zwar geschrieben, okay, es täte Ihnen leid, was ich da erlebt habe und so, aber sonst keine Reaktion. Toll, wenn es denen leid tut, dass ich bezahlt habe für eine Sache, die tot ist. Macht keinen Spaß, ist nicht schön. Aber, mein Gott, so ist halt. Deswegen habe ich zwei verschiedene Varianten bestellt. Einmal das Samentütchen und einmal die Pflanzen, die ausgewachsen oder die schon getriebenen Pflanzen. Aber weiter geht's nach dem Schnipp. So, wir haben jetzt genau einen Monat später. Die Paulownia, wo ich sie bekommen habe, war genau bis hierher. Sie hatte eine Höhe von 38 cm und jetzt sind wir schon bei 67 cm. Das heißt, sie hat ihr Höhenwachstum fast verdoppelt. Die Nebenpflänzchen, die hier unten noch rauskamen, hat man in der letzten Videoeinstellung gesehen, haben wir inzwischen schon pikiert, haben wir rausgenommen und extra gesetzt. Wir sind jetzt hier im Gewächshaus. Die Pflanze ist schon recht raumgreifend da, da sehe ich, da kommt schon wieder ein zweites kleines Pflänzchen nebendran raus. Das war eine ganz kleine. Und hier haben wir jetzt schon einen leichten Hitzeschaden an den Blättchen. Das denke ich aber, das geht wieder vorbei. Also die drei Pflanzen haben wir pikiert aus der einen Pflanze raus. Also es ist ein interessantes Projekt und ich werde mal sehen, wie sich es weiterentwickelt. Inzwischen haben wir schon wieder einen Monat später. Wir haben jetzt Anfang November und mal sehen, was die Paulownia gemacht hat. Da stellen wir erstaunt fest, wir hatten 67 cm letztes Mal, vor einem Monat. Das Höhenwachstum hat sich nicht mehr verändert. Die steht im Höhenwachstum, ganz im Gegenteil, im Winter wirft sie ja alle ihre Blätter ab, da hat sie jetzt eben auch schon wieder eins abgeworfen. Vorher schon ein Blatt. Die Blätter sind jetzt, ja, die werden jetzt ziemlich bald alle
da das nächste, ziemlich bald alle fallen. Hier im Gewächshaus haben wir zwar auch Licht, aber ich muss noch mit extra Lämpchen arbeiten, hier beim Schlüsselbund. Es ist etwas dunkel. Die Pflanze sieht man, die ist prächtig, hat sich prächtig entwickelt. Hier haben wir einen relativen Stillstand. Und die hier, die ist zurückgegangen. Die ist ganz zurückgegangen. Es kann sogar sein, dass die es nicht schafft. Die Möglichkeit besteht, aber wie gesagt, jetzt um diese Jahreszeit gehen die Pflanzen zurück, also die Paulownien gehen zurück. Und man könnte sie eigentlich komplett runter reduzieren bis auf Bodenhöhe. Aber nein, ich lasse sie genauso bestehen. Wir machen wieder einen kleinen Zwischenstand. Wir haben jetzt Mitte Februar, also den 12. Februar 2024. Die Paulownie, die hier in der Wohnung steht, hat inzwischen alle Blätter verloren gehabt. Aber jetzt ganz neu hat sie schon wieder frische Austriebe. Die kommt schon wieder. Jetzt schauen wir noch im Gewächshaus nach. Die war schon so 20 cm hoch, hat jetzt auch noch einen Stängel. Ah, das sieht man auch. Beginnt schon wieder Austrieb. Die hier, das ist sie. Das war eine ganz kleine. Und die war noch kleiner, also hier ist sie sogar. Wahrscheinlich überlebt die nicht. Wir sehen weiter. So, und jetzt haben wir Anfang März und die Paulownie. Yeah, da geht schon wieder los. Schauen wir noch die drei an, die im Gewächshaus sind. Die sind noch nicht so weit. Die auch nicht. Aber ich glaube, die kommt schon. Und hier ist auch noch nichts. Also noch ein bisschen warten. So, wir haben jetzt Anfang April. Neuer Zwischenstand zur Paulownie. Sie hat jetzt schon wieder ein richtig schöne kleine Krone entwickelt. Ein Längenwachstum fand jetzt in den Wintermonaten natürlich nicht statt. Klar, aber hat sich gut gehalten. Darf natürlich nicht zu feucht bekommen, klar, logisch. Aber immer ein bisschen was unterstützen. Und jetzt schauen wir uns mal die Paulownien im Gewächshaus an, wie es denen ergangen ist. Das sieht nicht so gut aus. Die etwas größer war, die hat hier noch einen grünen Stamm teilweise. Aber die wird kommen, schätze ich. Hier sieht es gar nicht so schlecht aus. Das ist die mittlere Paulownie, die kleinste. Bei der sieht man noch nichts. Bedeutet aber nicht, dass sie nicht auch noch kommt. Also die wird sich entwickeln, so wie es aussieht, und die schläft noch. Aber ich denke, die kommt. Nächsten Monat sehen wir uns wieder. So, wir haben jetzt wieder einen Monat später, wir haben Anfang Mai. Die Paulownie ist ein bisschen gewachsen. Vom Boden weg haben wir jetzt über 80 cm. Das Blatt stand vorher auf der anderen Seite, die Pflanze war umgedreht, die stand an der Scheibe, also ist von der Sonne ein bisschen angegangen. Jetzt ist es mit dem Blatt ein bisschen, ja. Aber der Paulownie geht es gut, die treibt richtig ordentlich. Und mal ganz kurz schauen nach dem übrigen Pflänzchen im Wintergarten. Die zwei kleinen Pflänzchen haben es ja nicht geschafft, haben wir gesehen. Aber dieses Pflänzchen hier, das packt es noch, das ist auch eine Paulownie, die ist übrig geblieben. Die hat es jetzt gepackt, die wird jetzt in den Sommer reinwachsen. Die anderen zwei Pflänzchen haben es leider nicht gepackt, die waren zu klein. Okay. Ich denke, ich werde das Video jetzt hier enden lassen.
Mein Resümee, Paulownien sind sehr, sehr einfach und sehr leicht zu ziehen und zu halten. Diese Pflanzen haben jetzt über den Winter ab und zu mal Wasser bekommen, ein bisschen, also nicht austrocknen lassen. Wahrscheinlich ist es den zwei kleinen Pflänzchen an den Kragen gegangen, weil die gerade in der Zeit, wo die Sonne schon wieder ein bisschen kam und der Baum hier noch keinen Schatten gespendet hat, hier auf die Scheiben des Wintergartens, da haben die vermutlich mal ein bisschen zu wenig Wasser gehabt. Und gerade so ganz junge Pflänzchen, die sind da schon wahrscheinlich schon eher dem Verdursten ausgesetzt. Aber diese Paulownien sind ganz einfach zu halten und zu pflegen und wachsen wie das Messer. Jetzt die andere Paulownie, die wird jetzt dann umgetopft. Der Topf ist zu klein. Oder wir setzen sie sogar direkt schon raus ins Freie. Ich würde sie gerne noch ein Jahr drin lassen, weil die ersten zwei Jahre ist die Wurzel wohl frostanfällig, wenn Frost ist im Winter. Und deswegen würde ich sie gerne noch drin lassen. Ich lasse sie auch noch drin dieses Jahr. Nächstes Jahr wird sie ausgesetzt, aber das Video endet trotzdem jetzt. Vielleicht hat es dem einen oder anderen eine Idee gebracht, eine Paulownie bei sich zu setzen, weil der Blauglockenbaum ist natürlich auch sehr gut für Bestäuber. Und gerade in der Jahreszeit, wo es weniger andere Dinge hat für diese Bestäuber. Auch Honigbienen, auch Wildbienen, ja klar, Hummeln, Wespen, alles. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich auch wieder freuen. Und dann vielleicht sehen wir uns auch in einem der nächsten Bienenvideos.